Boah. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge von einem DLC, der gestern bereits erschienen ist. Ich dachte eigentlich, dass er erst heute rauskommt. Aber wie ich dann bemerkt habe, haben mich ziemlich viele von euch angeschrieben und meinten, dass der DLC von Outlast Whistleblower schon heute raus ist. Naja, ich kann es erst heute spielen. Auf jeden Fall, Leute, der DLC ist da. Und ich würde sagen, ich bin gerade ziemlich müde, weil ich habe nicht viel geschlafen. Und die beste Medizin gegen müde sein ist nicht Red Bull. Nein, es ist ein Horrorspiel. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, denn Wissenschaftler Kapuzenwurm sagt das. Und Leute, jetzt höre ich auf zu reden. Heyo, let's go! Oh Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin doch immer so im Zwiespalt, was besser ist, Daylight oder Outlast. Ich bin doch eher bei Daylight. Mal schauen, ob mich Outlast... Oh, hallo Senior, wie geht's Ihnen denn? Der Search Simulator, Mann. Oder trägt mich? Sieg hier, hör los. Oh, ich kann mich bewegen. Hallo, ihr seid aber hübsch. Ihr müsst mich nicht anbinden, ich laufe euch nicht davon. Okay. Ich danke, dass du mir die Haare frisiert hast. Das ist lieb. Okay. Dann wache ich auf. Das ist ein natürlicher! Hör auf mich zu slappen! Slapp mich nicht! Hat er mich abgeschleckt? Hör auf mich zum Abschlecken, Mann! Hör auf mich zum Abschlecken und schau lieber nach, was hier abgeht! They're not happy about it? Ja, dann geh aufs Klo, wenn es zu dringend ist. Oh Mann, was ist denn das da vorne? Was ist das? Das sind Mandalas, die habe ich in der Schule immer gehasst zum Ausmalen. Was ist denn das für ein Dreck? Oh Gott, what the fuck ist passiert? Was ist passiert? 2 Stunden vorher. Okay. Das ist nämlich, dieser DLC ist nämlich vor der Story vom eigentlichen Outlast. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachten. Ich war 2 Wochen lang als Affe-Berater für die Einrichtung von Markov. Ich kann nicht lesen, breche alle schreckliche Dinge gehen hier vor sich, glauben Sie nicht, die Hälfte des... Ich kann das nicht lesen, viel zu schnell. Okay, Scheiße geht ab in Murkoff. Das war doch diese Irrenanstalt, okay. Oh, Kaffeeada. Ich bin in letzter Zeit auch so zu Kaffeetrinker geworden. Früher war ich keiner, früher war ich Kakaotrinker. Das ändert sich. Und so nervös bin ich auch immer. Okay, dann schreib mal deinen Liebesbrief fertig. So. Das ist Windows, oder? Okay, warte mal. Okay, dann jetzt können wir es lesen. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Ich verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden haben, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Link im Austaste, um die E-Mail zu senden. Diese Penner. Oh shit, das darf ich nicht. Ich habe gerade eine E-Mail gesendet, das darf ich nicht. Okay, denk zu, das merkt keiner. Du hast nur solitär gespielt. Nur solitär. Simple, how simple is that? Nur solitär, Mister. Nur solitär. So. Oder nee, ich habe WoW gespielt. Mein Mönch ist 23. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Oh, es gibt was Dringendes am Motor? Okay. Ich bin ein Software-Typ, ich habe WoW gezockt. Sorry, wir haben alle unsere Geheimnisse, okay? Du musst mich gar nicht so anschauen. Schau dich nicht an! Okay. Hübscher, wir treffen uns dann. Okay, gut, gehen wir weiter. So, okay, Oh, das ist die Untergrundbasis im ersten Teil. Wer ist Mr. Wernick? Könnt ihr mir den vorstellen? Soll ein hübscher Junge sein. So, was ist hier los? Okay, ja, sag's denen. Und ich hätte gern Kuchen als Willkommenscocktail. So, Mister, was mit dir? Du hast komische Lippen, Mann. Dein schöner Typ hat sich nicht viel Mühe gegeben bei dir. So, okay. Okay, Mister, was schreibst du da? Ja, Liebesbrief. Liebesbrief in der Arbeit. Okay, ich geh schon. Hey, du schaust genauso wie der Typ da hinten. Just saying. Habt ihr denselben? Oh, das war am Ende von Outlast, war dieses Ding da. Okay. Mister, du schaust doch aus wie der Typ da hinten, Mann. Ihr kennt sich ja alle. Okay. So, was ist da? Was geht hier ab, Leute? Okay, ich muss irgendwas am Motor machen. Mist, ich muss was am Motor, ich bin wichtig, lass mich durch. Okay, dann. Was soll ich machen?
Hallo, Sir? Ja, da oben ist ein, da ist dreckig, der Bildschirm. Würde putzen, hol den Dominik, der macht es. Aber muss ich da irgendwas machen? Senores, Senoras, muss ich irgendwie? Nee, muss ich nicht. Okay, wenn ihr mich nicht braucht, kann ich weiterleveln. Oder muss ich hier was drücken? Muss ich hier was? Also hier, okay. Was ist das ASL? Okay. Ah, die waren ja in diesen Köpfen von so, wo so. Okay, okay, ist irgendwie so komisch, war das. Mr. Park? Ja, soll ich was drücken oder? Okay, okay, ich habe gerade irgendwas gemacht, irgendwas eingetippt. Ich bin glücklich, Mr. Park. Ich bin glücklich. Okay, ah, die wollen in seinen Kopf und über was gesehen hat oder irgendwie so. Okay, ich verstehe. Nein, Mr. Park, ich kann das. Ich bin Mr. Park, ich bin wichtig. Okay. Oh, das ist der Typ. Haut ihm rein, dann hält das mal. Ist skrupelloser Ficker? So kann man noch anders sagen. Das kann man noch anders sagen. Sie werden mich vergewaltigen? Vergewaltigung? Ah, so schlimm ist es, nein. So sch... Oh, jetzt rennt er. Oh! Oh shit! Oh shit! Nein, nehmt ihn. Calm yourself. This is a high security... It's alright, Agent. Mr. Park was just surprised. Ja. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Ja, ich kann gar nicht drauf warten. Aber der Typ hat gesagt, wir sollen aufhören. Ich bin Mr. Park. Okay. Ja? Okay. Oh, da ist er. Der Typ hat was im Mund. Vielleicht kriegt er so Kartoffelchips, muss er nicht mehr kauen. Ist praktisch. Okay. Ich bin fertig. Okay, ich gehe. Ja, war die gut, oder? Ich war doch gut. Wo wisst ihr? Da, Typ, Mister, ich war gut. Ich kann meine Arbeit hervorragend. Und der Typ kriegt keine Chips. Der kriegt keine Chips im Mund. Ich hab gedacht, der kriegt flüssige Chips. Er kriegt keine Chips. So, das werde ich petzen. Ja, ich verpiss mich. Warte mal, da war irgendwas mit sexuell gerade. Warte mal, dreh ich wieder um. So, okay, Mister. Ich hatte mich gefreut, kennenzulernen. Hübsche Krawatte. Gut, jetzt geht's weiter. Okay, ich sollte aufhören zum Eiern. Wir wollen uns hier erschrecken. Ich bin froh, dass es noch relativ calm ist. Ist noch recht chillig. Das mag ich schon fast mehr. Jetzt gehe ich raus. Okay. Gut, wo gehen wir hin, Leute? Wo ist die Party? Mal rauf da. Nope. Muss ich aufs Klo? Nope, da ist zu. Da ist zu. Was ist da? Oh, da ist offen. Hallo. Da ist wieder mein Kömmerchen. Okay, Leute, wir gehen weiter. Wie üblich. Oh, hallo. Hallo, Sir. What the fuck? Ich hab nichts gemacht. Au! Mr. Wayland Park. Ja. Consulting Contract 8208. Ah, shit, die haben das rausgefunden, dass ich diese E-Mail geschickt habe. Level 3 Security Clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Ich bin... Oh, die haben eine Waffe auch. Oh. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and yeah. Firewall patch... would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Ja, war dumm. Stupid, Mr. Park. Ja, Mr. Park ist nicht so slow. Smart. That was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly... Oh shit, ich komme jetzt da rein. Nein. Did you hear that, Agent? Nein. Yes, Mr. Blair. Habt ihr einen Knall? Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Nein. That is brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer nein. Da nehme ich lieber das Red Bull. No. Leute, ihr könnt doch sagen, wenn ich schlafen gehen soll. Fuck that shit. Die haben mich geschlagen. Okay, also, wir haben gerade irgendwie gepatcht, dass da nicht so coole Sachen sind, wie es eigentlich sein sollte. Das haben die rausgefunden, deswegen haben sie mich jetzt K.O. geschlagen. Und jetzt bin ich auch so ein Kackpatient. Jetzt habe ich auch so einen Schlauch im Mund. Und krieg Kartoffeltipps. Oh, shit. Oh. Ah, das ist... Okay, zwar 2 Stunden zuvor. Okay. Jetzt ist schon nachher. Jetzt habe ich gerade irgendwas...
Oh shit, was ist denn da los? Ich sehe Mandalas. Leute, ich sehe Mandalas. Die kann ich nicht ausmalen. Okay. Okay. Oh shit, was ist das? What the fuck? Was ist hier? Es ist dunkel! Ich hab meine Kopfhörer schon laut abgeschaltet. Ich nehm die Kamera! Okay, Mann, die spielen nur. Der will nur spielen! Shit, das ist voll. Oh, Typ! Oh, da liegt sein Arm! Oh shit, ich bin wieder mitten im Game! Was, ich hab eigentlich, ich hab's genossen! Oh shit! Fuck! Oh! Pretty flower! Fucking! Kannst du aufwachen, Mister? Dein Kinn ist ein bisschen schief! Was? Okay, mach mal! Werde dich zum Schnurren bringen, bleib wo du bist! Okay! Ich bring dich auch zu schön, fick dich, ich bin weg hier! Oh shit, ich muss raus! Raus! Oh, hallo Sir! Der nackte Flitzer! Okay, ich geh wieder zurück! Okay, wohin? Oh! Das war da! Ah, wohin muss ich? Oh, was machen die da drin? Senioras, was macht ihr da drin? Wenn ihr mal Kretten braucht, ich sag Bescheid, ich melde den Personal. Wo muss ich hin? Oh shit, was ist denn hier passiert? Ruf! Weg! Hier? No, hier ist auch zu. Da war ein Geist. Oh, da geht's lang. Oh, da war ein verkackter Geist. Leute, ihr glaubt mir das nicht. Da war ein Geist, Mann! Come to join our therapy session. Was macht ihr? Okay, ich helfe euch. Okay, der merkt eh nicht mehr. Kann nämlich. Okay, dann mach ich da jetzt auch mit, oder? Bist du einfach. Nein, ich denke, es ist. Nein! Nein, ich komme aber nicht mehr raus. Nein, ich mach's weiter, es ist okay. Okay, ich gehe wieder. Oho, dead ass. Das war ein Kompliment. Oh, Senior. Fuck. Oh Gott, er rennt mir nach. Oh shit, es geht schon wieder los. Es geht wieder. Er ist direkt hinter mir. Er ist so knapp hinter mir. Er greift mir schon am Arsch. Wohin? Darauf! Shit! Darin! Oh! Okay, es ist so. Okay, wir sind sicher. Oh, da geht's rauf! Oh, fuck, es geht rauf! Oh, escaped like a boss. We get out of here through reception and then Merc Tactical clean up. Oh shit, die wollen das alles in Luft jagen, oder wie? Okay. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Merkoff? Okay, ich höre dich zu. Nein, es ist nie gut, wenn man weiß, dass man nicht am längeren Ass sitzt, dann sich doch mehr rauszunehmen. Das ist eine scheiß Idee. Da geht man einfach, ich habe nichts gehört. Ist besser, als wenn man da jetzt noch sagt, so. Ich glaube, er macht was falsch. Das ist nie gut in so einer Situation. Da geht man einfach. Augen zu und durch. Oh, ich muss zu Gefängnis auf jeden Fall. Warte, wie mache ich die... Aha, mit J, ich wusste es noch. Warte mal, wie mache ich dieses Menü auf? Aha. Okay. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis, Kurzwelle. Sollte er Saft haben, dann bring ich es zum Laufen. Dann wird er für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Das ist wahrscheinlich seine Frau. Mein Fehler lag in der Suppe.
Stilitikiliti. Mein Fehler lag in der Subtilität. Wie du schon immer gesagt hast, ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche mich so, das haben wir schon wieder gehabt, um deines Willen dieses und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was in der Welt, was sie der Welt antun. Ich hätte es jeden und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt. Zu gefährlich. Okay, also sind wir der Hero, müssen die Wahrheit ans Licht bringen. Let's go nach oben zu diesem freundlichen Jungen hier. Oh shit. Oh shit. Hallo, Sir. Ich hab sie auch sehr lieb. Ich muss jetzt... Der steht auf, der Typ. Okay, aber nächste Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen und mich sehr unterstützen. Ansonsten danke für die zahlreichen Vorschläge und die zahlreiche Nachfrage, als ihr mir gesagt habt, dass ich Outlast Whistleblower den DLC zocken soll. Ohne euch wäre ich in der Annahme immer noch gegangen, dass es heute wäre. Also danke an euch und Kaiser Kabuz Mama Me, es war meine Ehre. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Soll ich vielleicht morgen schon hochladen? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, Leute, wir sehen uns. 3, 2, 1, ciao. Es läuft. Und jetzt haben die eine Polizeistation da gebaut. Ah! Bist du deppert? Ich kann nicht mehr. Nein. Ich kann nicht mehr. Oh. Oh, shit. Round 2, bitch. Bring it on! Woo! Yes! Okay, Leute, das hat mich gekillt. Das killt mich. Das ist so schlimm. Ihr habt keine Ahnung, wie die